Willkommen zurück zu Gothic. Und ich muss leider etwas beichten. Hier in das Inventar sieht ein bisschen anders aus als letztes Mal. Was daran liegt, dass ich direkt nach der ersten Aufnahmesession eine zweite gemacht habe und die erste Folge im Hintergrund gerendert habe. Und dadurch haben die nächsten drei Folgen, nämlich quasi die hier und die nächsten beiden, geruckelt. So dass ich das Ganze leider nachfilmen musste. Und wie man sieht, Einhänder Level 1 funktioniert sehr gut. Man hat, ich drücke jetzt viermal nach vorne. Und dann kommt diese Kombination bei raus. Also erst ein Schlag nach unten und dann nach rechts. Dann nochmal nach unten und dann nochmal nach rechts. Genau. Und dann habe ich die drei Folgen gespielt und wollte sie rendern und habe gemerkt, boah, das ruckelt ja unmenschlich. Ja, leider habe ich im Prozess, weil ich während der Aufnahme das nicht bemerkt habe, die alten Spielstände überschrieben. Und deswegen habe ich jetzt das hier komplett nachstellen müssen. Ich habe quasi die ersten, ja, ich habe die ersten vier Folgen nochmal nachgespielt. Allerdings wird es halt einige kleinere Ungereimtheiten geben. Nehme ich an, gerade im Inventar, vielleicht habe ich mit den Leuten nicht exakt genauso geredet wie davor. Ich bitte das zu entschuldigen und ab sofort werde ich am Anfang jeder Aufnahme hier unten speichern. Aufnahme Beginn. Irgendwie hängt das ein bisschen. So, Aufnahme Beginn. Und am Ende jeder Aufnahme werde ich unter Aufnahme Ende speichern. Damit das hier nicht mehr passiert. So, jetzt haben wir gesehen, wie gut ich hier kämpfen kann. Also es ist nicht perfekt, aber es ist okay, es ist ausgebildet und das reicht erstmal für eine ganze Weile, dieser Kampfskill. Man hat gerade gesehen, Matt war hinten dran, den hat es letztes Mal in den letzten Folgen, als ich es zum ersten Mal aufgenommen habe, irgendwie verbuggt, glaube ich, so im Nachhinein. Deswegen ist er mir nicht so hinterhergelaufen, aber gerade eben war er hinter mir. Eigentlich wollte ich den verprügeln, aber jetzt ist er vor dem Mold Red abgehauen, der Feigling. Naja, es gibt hier noch eine Kleinigkeit zu erledigen, nämlich mit Sly zu sprechen. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ich habe das Amulett, aber das gebe ich dir nicht. Nein, ich befürchte nicht. So, du willst mir doch nicht etwas vorenthalten. Neck hat ein Schutzamulett bei sich. Ich mag nicht, wenn man mir etwas vorenthält, was mir gehört. Solltest du das Amulett finden, bring es mir. Ja, ja. Ich werde an dich denken, wenn ich das Amulett in der Hand halte. ja, genau. Wenn ich es finde, wenn ich ein anderes finde, dann bringe ich es dir. Mir fehlen gerade 6 Lebenspunkte. Das schreit nach einem Höllenpilz. Ja, genau. So, als nächstes steht auf der Liste meiner To-Do-Liste oder meinem Plan, ins neue Lager zu gehen und mich dem neuen Lager anzuschließen. Es gibt hier im alten Lager noch ein paar Sachen zu erledigen, aber die werden immer noch anfallen, auch wenn ich mich jetzt zuerst dem neuen Lager anschließen will. Ja, halt ein bisschen später. Aber um ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen, werde ich jetzt aber mal ins neue Lager gehen und später noch mal ins alte zurückkommen. Sekunde. Ich habe hier 8-mal rohes Fleisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Das hält ein bisschen mehr. Und jetzt, Mordrak, lass uns ins neue Lager gehen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Ich folge dir. Und sicher ist sicher, ich speichere eine Runde vorher. Das Schöne ist jetzt nämlich, wenn er mich begleitet, wird er Gegner bekämpfen, die auf dem Weg liegen. Aber die Erfahrung dafür, die kriege ich. Und ich kann natürlich auch die Gegner auch ausnehmen, wenn er sie umbringt. Und da er deutlich stärker ist als ich, lohnt es sich jetzt mit ihm hier ins neue Lager zu gehen.
weil es auf dem Weg ein oder zwei Gegner gibt. Naja, sogar mehr als zwei. Es gibt ein paar Gegner, die zu stark sind für mich alleine. Da müsste ich, wenn ich alleine wäre, außen rumschleichen. Oder käme vielleicht sogar gar nicht durch. Aber wenn er dabei ist, dann kann er die besiegen. Und ich krieg die Erfahrung. Hey, ich bin hier. Du kannst weiterlaufen. Wie man sieht, ist er Fernkämpfer. Hat man sich... wahrscheinlich anhand des Bogens, den er trägt, auch schon denken können. Das Fleisch, das würde ich gerne mitnehmen. Welchen von denen habe ich? Ah, den habe ich noch nicht ausgenommen. So, warum habe ich 9-mal Fleisch? Habe ich eins zu wenig gebraten vorhin? Na, das könnte sein. Na egal. Macht ja nichts. Da vorne ist noch einer. Ich habe hier erstens meine Höllenpilze, die ich essen will, und 23-mal gebratenes Fleisch. Das sollte erstmal eine Weile reichen. Ich glaube, ich sammle jetzt einfach mal das rohe Fleisch und werde dann zwischen den Folgen mal offscreen eine Pfanne anwerfen. Ich komme hier zwar kaum zum Kämpfen, aber ich ziehe natürlich trotzdem die Waffe aus der Angst heraus, dass mich einer der Gegner anfallen könnte. Da will ich dann natürlich in der Lage sein, mich zu wehren. Auch wenn das jetzt gerade eher weniger passiert, weil Mordrak vorausrennt. Na? Und wenn ich selber versuche zu kämpfen, dann klappt das eher schlecht als recht. Ein Helmpilz. Na? Jetzt. So, was haben wir hier? Oh, Goblins. Goblins. Und da hinten ist eine Hütte. Da will ich auch noch hin. Aber nicht jetzt, wenn Mordhack dabei ist. Erstmal die Goblins hier besiegen. Da hinten war doch gerade auch noch einer, genau. Die geben 60 Erfahrung. Und in Gothic ist die Erfahrungskurve relativ steil. Das heißt, Gegner, die ein kleines bisschen mehr Erfahrung geben, sind schon deutlich stärker. Da hinten ist einer vom alten Lager, hm? Jetzt hat der leider den Goblin umgebracht und damit habe ich keine Erfahrung gekriegt davon. Aber ich krieg das Schwert. Ich will den jetzt gar nicht ansprechen. Ich will zum neuen Lager. Na? So, und wie man sieht, mit Einhändern auf Level 1 oder auf trainiert oder geübt. Was ist das denn? Ja, ausgebildet. Wenn man die Einhänder ein bisschen besser beherrscht, dann kann man auch die Fleischwanzen besser treffen. Also es hat sich alles in allem sicherlich gelohnt, als allererstes die Einhandwaffen hochzuleveln. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich wirklich als Einhänder hier das Spiel durchspielen will. Ich glaube, ich würde eher auf Zweihandwaffen gehen letzten Endes. Aber es gibt hier am Anfang einfach keine richtig gute Zweihandwaffe. Außer eine Spitzhacke. Deswegen ist es ganz okay, so als Zwischenschritt erstmal die Einhänder zu lernen. Ich meine, das kostet 10 Lernpunkte und 50 Erz, meine Güte. Kann man machen. Da ist noch eine kleine Höhle. Das werde ich alles nochmal erforschen, nachdem jetzt Mordrak für mich den Weg so ein bisschen gesäubert hat. Aber jetzt erst bin ich erstmal fürs Erste aufgeschmissen ohne ihn. Und halte mich deshalb einfach an ihn. Ein Wolf. Wölfe geben, glaube ich, 90 Erfahrungspunkte. Ja, 90. Und das Ärgerliche ist jetzt, dass die Wölfe natürlich Krallen und Zähne haben für mich, die ich ihnen leider nicht abnehmen kann, weil ich nicht weiß, wie. Naja, gut, passiert. 2 Wölfe, ist okay. Ich werde noch genug Wölfe geben. Da ist ein kleines Lager. Da werde ich auch noch hingehen, aber auch hier wieder nicht jetzt.
Erstmal zum neuen Lager. Hab ich denn jetzt dieses Mal beim Nachstellen... Hab ich den Sumpfkraut dabei? Nein, schade. Hat Mordwag Sumpfkraut? Hallo. Ich hab nämlich so ein bisschen das Gefühl... Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Dass das nützlich werden könnte. Nein, leider nicht. Schade. Und ja, wie ihr gesehen habt, man kann unterwegs mit Mordwag handeln. Man hat quasi seinen Händler dabei hier. Stufe gestiegen, wow. Das ging schnell. Das war unerwartet. Da könnte ich ja schon fast das nächste lernen, nämlich das Ausnehmen von den Tieren. Wobei, dafür brauche ich 300 Erz und ich habe 58. Das ist nicht so viel. Aber sobald ich das Erz zusammen habe, werde ich... Scavenger. Leichte Beute. Sobald ich das Erz zusammen habe, werde ich als allernächstes das Ausnehmen von den Tieren lernen. Da drüben sind Fliegen. Diese fetten Biester. Die haben, glaube ich, einen Stachel und Flügel, die man ihnen abnehmen kann. Aber auch das muss man, soweit ich weiß, vorher lernen. Das Einzige, was man Tieren wirklich abnehmen kann, glaube ich, ist Fleisch. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris, er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe, das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Cool. Das heißt, Mordwag ist jetzt aus dem alten Lager verschwunden und ich kann auch Hallo. Bei Torus die Quest abschließen. Zeig mir. Da hat sich jetzt nichts verändert. Nein, alles klar. Dann mal auf. Was kann denn der Ring? Geschicklichkeit plus 5. Ich zähle mal an. Torwache, Torwache. Torwache raucht. Und diese Torwache? Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Okay. Dann werde ich dir mal was besorgen. Dann bist du vielleicht ein bisschen gesprächig. Hi, ich bin neu hier. Und? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mir an. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Na, wenn du dich da mal nicht täufst, dass ich da nichts Großes anrichten kann. Und damit willkommen in mein Lager. Es wimmelt hier nur so vor Banditen, wie man sieht. Ich dachte, das aber netterweise steht ihnen ja das Bandit über der Stirn geschrieben, sodass man da entsprechend sich vorsehen kann. Und man hat es, glaube ich, schon mal gesehen, es gibt hier Reisschnaps gelegentlich im Inventar zu finden oder zu kaufen, den man trinken kann. Und der Reis, aus dem der Reisschnaps hergestellt wird, der wird hier auf den Reisgärten des neuen Lagers angebaut. Hier gibt es jede Menge Bauern, mit denen werde ich gleich noch sprechen. Zuallererst Lefty. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Wir sind hier im neuen Lager, das heißt, wenn ich jetzt ablehne, dann würde mich wahrscheinlich verprügeln. Wenn ich sage, er soll es selber umbringen. Ich könnte sagen, vielleicht später. Habe ich davor gespeichert? Ich glaube nicht. Vielleicht später. Später brauche ich aber niemanden. Ich brauche jetzt Hilfe. Willst du mir nun helfen oder nicht? Na gut. Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere.
Man sieht schon, es gab gerade die Option, du kannst dein Wasser ab sofort selber bringen. Das werde ich irgendwann auswählen, wenn ich keinen Bock mehr habe, das zu machen. Aber er hat eine Rüstung, er ist fett bewaffnet, er ist stärker als ich. Es wäre jetzt unklug, mich mit ihm anzulegen. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Dass du der fette Reislord bist. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Gleichmäßig, also ich soll 6 Bauern jeweils 2 Flaschen geben oder so? Das ist ein Aufseher, das ist klar. Und auch der ist namenlos, also er heißt Bandit. Naja, fangen wir einfach mal hier an. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Ja, und diese nette... Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Diese nette, spannende... Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Diese spannende Trinkanimation gibt es jetzt 12-mal zu sehen. Ist das nicht toll? Yay! Moment, Horatio, der hat noch was, glaube ich. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Ja, das habe ich vor. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein. Dafür werde ich dir nichts beibringen. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Nein. Nein, dachte ich mir. Aber man kann wohl rausfinden, was er hören will. Und das würde ich dann nächstes Mal... Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Nächstes Mal versuchen oder beim übernächsten Mal. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Und dann kann mir Horatio beibringen, sehr stark zu werden. Nehmen mir zuwinkt, wenn ich zu weit weg bin, um direkt zu sprechen. Hallo? Jetzt. Lefty, ja, ich kürze es mal ein bisschen ab und breche die Dialoge ab, da kommt ja nichts Neues mehr. So. Ich sehe schon, ich sehe gerade, die Folgenzeit ist am Ende oder zu Ende. 20 Minuten dürften jetzt ungefähr voll sein. Ich glaube, ich mache das mit dem Wasser noch eben fertig. Lefty schickt mich. Ich fürchte, wenn ich das jetzt euch verspreche fürs nächste Mal, dann wird hier keiner mehr reinschauen, weil es einfach viel zu langweilig ist. Danke. Weil es doch hier schon noch den ein oder anderen Typen gibt, der Lefty was Interessantes mich. Zu sagen hat. Oder zumindest einen eigenen Namen trägt. Danke, Junge. Danke. Allerdings sind das wie immer nicht die, die einfach nur Bauer heißen.
der gerade eben mit der Stärke, das ist ja auch Horatio. Und nicht Power. Rufus, wo ist denn Goal? Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Ja, ich weiß. Trink mal aus. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Warum tust du es nicht? Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Das war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Okay, das fürchte ich, blüht mir hier jetzt auch noch mit dem Wassertragen. Nachdem ich jetzt einmal Lefty danke eingewilligt habe, das zu tun. Dass dann Lefty immer wieder jeden Tag kommt und sagt, hey, du hast heute noch kein Wasser verteilt, mach mal. Und erst wenn ich ihn einmal erfolgreich... Aber das ist freiwillig auf dem Reisfeld. Ups, ja. Wenn ich ihn einmal erfolgreich verprügeln werde oder verprügelt werden habe, wird er wahrscheinlich damit aufhören. Lefty. So, komm, jetzt müsste ich doch gleich das komplette Wasser verteilt haben. Danke, Mann. Kurz davor, den Schlamm zu saufen. Na, habe ich noch Wasser? Ja, 2 Flaschen. Okay, noch 2 Flaschen. Dann ist das hier fertig. Es gibt hier Pock. Bauer, Bauer, Bauer. Okay, Pock kriegt eine Flasche. Ich will gerade noch gucken, ob es da hinten noch jemanden gibt mit einem eigenen Namen. Bauer, Bauer. Wer bist du? Ein Bauer. Und wer bist du? Ein Bauer. Na gut. Dann eben zuerst mal Pock. Und dann noch ein anderer Bauer, der gerade in der Nähe steht. Left. Danke, Mann. So, was hat der? Hat der vielleicht irgendwas? Nee, den interviewe ich einfach nächstes Mal in der nächsten Folge. Jetzt gebe ich dem Baron hier noch sein Wasser. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr so lange ausgehalten habt, als ich Wasser verteilt habe. Und bis zum nächsten Mal. Danke, Mann. In der nächsten Folge. Tschüss.